Hallo und herzlich willkommen bei dem spannendsten Fight ever in For the King Staffel 2. Folge, ich habe keine Ahnung. Okay. Double ja, belastend. Kill. Wieso Double Kill? War trotzdem Double Kill. Auch wenn du wiederbelebt wurdest. Kill! Und jetzt trifft er. Erster Christoph. Ah, ich kann nicht teilen. Was eine Rüstung. So. Jetzt hast du mich in den Tod gerissen. Ja, aber ich kann dich ja wiederbeleben. Hey! Nein, die Sache ist die, ich komme ja an den Brunnen, das heißt, ich kriege ein Leben. Und der als nächstes nach mir dran ist, ist Christoph, das heißt, er wird wiederbelebt. Wenn Christoph nicht vorher stirbt, weil Christoph hat keine Items und kann nur einmal den Goldtick vertragen. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen Permanent. Ich hätte fast die Tinte gekauft. Die Tinte, let's go. Hab ich gerade mein. Das ist scheiß los. Hab ich gerade meinen Fokus benutzt? Ja, hast du. Übrigens gibt's, soweit ich weiß, um XP zu farmen, eine Möglichkeit, im Anfangsgebiet gegen die Monster zu kämpfen, wenn man 3 Chaos hat. Wenn man 3 Chaos hat. Kann mal irgendwer, der da drücken muss, drücken bitte. Ja, beruhigt danke. Dich. Im Anfang, also das Chaos wirkt sich auf die verschiedenen Gebiete auch verschieden aus. Am Anfangsgebiet, wenn man 3 Chaos hat, dann kommen irgendwelche Bosse oder irgendwelche ultrastarken Monster und die kann man bei dem ersten Ding abfarmen, weil die nicht resistent gegen Stun-Effekte sind. Oh. Auch geil. Dietriche. Jan? Kann ich bitte gut würfeln? Du hast ja noch ein paar Items. Ah, Mann! Nein. Ich muss hier rumfahren, weil ich nicht auf das Dings treten kann. Das ist doch deprimierend. Ja, egal, zumindest liege ich nicht auf dem Boden. Und hab ein bisschen Content, den ich bringen kann. Ja. Ja, aber Christoph, ganz ehrlich, ohne die 5 Damage, die du gemacht hättest, an dem einen Typ wäre ich auch gestorben. Immerhin. Oh ja, Aber schade. Krieg ich noch eine Auswahl? Nö. Nee. So, Christoph, dann beleb dich mal wieder. Nee, ich mag nicht. Jan soll die EP verlieren. Ich bin schon 2 Level behind. Ja. Jan nicht, der ist gleich Level 5. Genau. Das sollen wir machen. Ja, die Frage ist aber, Christoph, wie beleben wir dich wieder? Keine Ahnung. Gibt vielleicht irgendwie noch ein Jan, Ding? Jan braucht noch eine extra Einladung. Machst du noch was? Er ist nicht mehr da. Oh. Geil, jetzt müssen wir warten. Danke, Christoph. Ja, kein Ding. Weil er einfach gesehen hat, kein Bock mehr. Gegangen. Weggegangen. Rückt wahrscheinlich sein Teller weg oder so. Also, worüber können wir reden? Gestern hat dieser, von der Anführer der Wagner-Söldner, dieser Prigoschin, erstmal schön mit seinen Soldaten auf Moskau zugefahren, kurz davor irgendwie angehalten und jetzt soll er irgendwie nach Weißrussland ausreisen oder so und dafür soll der Kreml ihn nicht anzeigen. Ziemlich schwache Leistung an sich. Wait, seit wann will der nach Weißrussland? Ja, irgendwie habe ich gelesen gehabt, dass der Kreml die Sachen fallen lässt, die ganzen Anzeigen und so weiter gegen ihn. Dafür, dass er quasi ausreist und sich verpisst. Also dafür, dass sie quasi die Waffen niederlegen und so weiter und er verpisst sich dann halt. Mhm. Das habe ich irgendwie gelesen. Ey, vielleicht fährt er immer noch mit seinen Soldaten auf Moskau. Interessant wär's. Wär ich fein für. Also mit. Wär okay für mich. Angefangen soll das Ganze ja irgendwie damit haben, dass. Also er sagt ja Eigenbeschuss durch das russische Militär. Schlussendlich, vielleicht. Auch möglich, weil die sollen scheinbar seine, also Shogoi und irgendein anderer Typ sollen die Festnahme von ihm geplant haben. Vielleicht hat das ihn dazu bewegt zu sagen, ey, zeigen wir mal, wer schießen kann und wer nicht. Schlussendlich, wenn das jetzt damit endet,
dass er einfach nach Weißrussland geht und alle Sachen fallen gelassen werden, zeugt das zwar immer noch davon, wie unglaublich schwach Putin ist, dass er einfach, dass er nicht sagen kann, ey, diesen Rebellen kämpfen wir dagegen. So das eine Mal, wo er legitim sagen könnte, da ballern wir jetzt drauf, dass er da dann nicht noch ballert. wäre ein ziemlich schwaches Zeichen, dass er die dann einfach gehen lässt quasi. Dass das überhaupt passiert ist, ist ein Zeichen von Schwäche. Ja. Ja, der hat in letzter Zeit ja oft gezeigt, wie schwach er wirklich ist. Ja, du Troll, jetzt wiederbelebt dich. Christoph hat geditcht, damit du dich wiederbeleben kannst und ich muss jetzt gerade die ganzen Leute unterhalten, die warten wegen dir. Eieiei. Ja, jetzt drück auf den Knopf und fertig ist. Hab ich schon. Super. Minus 84 EP. Ich habe ein paar Ressourcen, um euch vor Opfer zu entschädigen, aber ihr könnt einige eure Verluste wieder bei einem Kultgerät in der Nähe wettmachen. Jedes Reich hält ein verstecktes Kultgerät, bla bla. Wo ist es? Da, auf der anderen Insel. Oh, perfekt. Stärkebasiert. Stärkebasiert. Wieder eine 2. Aber was mache ich jetzt? Keine Ahnung, XP farmen. Nicht sterben? Ne, ich habe kein Gold. Geh ins Anfangsgebiet und fighte irgendwas. Nur keinen Golem. Ja, das Anfangsgebiet ist übrigens das rechte. Ja. Gut. Und vermeide diese Chaos-Dinger, da solltest du nicht draufdrehen. Übrigens, die Geißel, wo kommt die nochmal? Die siehst du sogar, glaube ich, schon. Warte mal. Ich sehe nicht mal, wenn man Monument. Der ist hier in dem Orangengebiet, oben links davon. Hexendoktor-Zelt. Und das ist die ekelhafteste Geisel, die es eigentlich gibt im Game. Hexendoktor-Zelt? Ja. Die müssten wir eigentlich besiegen, aber da wir halt irgendwie schlecht aufgestellt sind. Hexendoktor-Zelt, warte mal. Wie gesagt, oben links von dem Orangengebiet. Da gibt's ein Zelt. Ah, Orange. Orange. Dieses Herbstding, weißt du? Naja, ich hätte sonst Savanne gesagt. Ja, das, ich weiß ja nicht, was du sagen würdest. Oh, noch Bellen, cool. Oh, starke Brise sogar, wow. Es erinnert mich irgendwie an Valheim mit dem Floß. Ja. Okay. Du kannst... Almost. Willst du das ohne Fokus machen? Ja, warum nicht? Okay. Hätte mich einfach fast gekillt. Also, wir könnten jetzt die Geisel loswerden und müssten dann noch so ein Scheißding machen. Aber wir werden dann diese nervige Geißel los. Mach die Geißel weg. Bist du dir sicher? Du liegst da noch ein bisschen auf dem Boden rum. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Moment. Moin. Moin, warte mal kurz. Muss ich muten. Ja, oder so. So. Ja, dann machen wir die Geißel weg. Er hat's gesagt. He said it. Ich habe ein paar Ressourcen über euch genug zu schädigen, aber ich kriege ein Kultgerät in der Nähe. So. Wofür machst du Hinterhalt? Da war nicht mal ein anderer dabei. Ja, aber da ich zuerst dran bin. Aha, stimmt, das hat ja noch einen anderen Effekt. Na. Ja. Warum hast du dich nicht geheilt? Ah. Weil er kein Geld hat. Verkauf doch eins deiner Items, so hast du... Ah, ist ja auch nicht mehr. Er hat schon Items, so ist es nicht. Wo denn? Stimmt, er hat sie an! Verrostete Kette, den einen Helm... Übersteuer mich hier nicht an, Christo. Ich übersteuere dich doch nicht. Übersteuern heißt ja nicht, dass du unglaublich... Jetzt kommt der Zaun gemutet. Reicht das für eine Heilung? Dienste? Nein. Vier fehlen noch.
2 Gold. 2? Das kostet 16 dann nur? Oh, geil, bei uns kostet es 18. Ist in Ordnung. Ach, guck mal. Gaben hat mich erhört. So, wo ist das andere Kultgerät, wo ich jetzt... Oh mein Gott. Ja. Jungs, ich gehe mal eine ganz andere... Also ihr müsst das mit... Ihr müsst irgendwie... Also das Chaos... Ich weiß nicht, wie macht man das Chaos weg? Ja, auch nur mit den Kultgeräten, ne? Fighten oder Kultgerät? Oder Dungeons. Das ist Fighten. Ja. Also ich würde mal sagen, ich gehe jetzt da runter und versuche dich wiederzubeleben, aber dann müssen wir wirklich mal... Ja? Dann müssen wir wirklich mal irgendwie so Dungeon-Krypta-Kack machen. Ich glaube einfach, wir sind screwed. Wieso wir? Weil wir das Chaos haben. Mir geht's super. Ja. Guck mal, da unten, den musst du angreifen, den Beutelschneider. Greif mal den Beutelschneider an, Jan. Oh ja, du hast nichts mehr, kann dir nichts mehr stehlen, wink wink. Jan, Ruhe, ich will sehen. Ey, der kann auch Gold dabei haben, richtig viel, ne? Weil es ja ein Dieb ist. Und ich meine, viel zu verlieren hat er nicht. Schade. Okay, aber ich bin eh Diebesimmun. Ja. Also ich glaube, er killt mich einfach. Mir ist auch bewusst, dass er Items klauen kann, die ich anhabe, aber... Immun. Das ist praktisch. Siehste. Und jetzt kriegst du ein bisschen Gold. Und jetzt kannst du heilen gehen. Hättest du noch die Möglichkeit, dahin zu gehen? Wait, what? Alter. Jo, Jan ist halt schön gern am Trollen. Ja, und wieso sagt das keiner? Warum hörst du denn wieder auf Bolz? Du hast doch vorhin gesagt, du hörst nie wieder auf ihn. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass es 10 Damage gibt durch das Chaos. Ist doch scheißegal. Hör einfach nicht auf Bolz. Du hörst nicht mehr selbst auf deine Aussagen. Jan? Das wäre ein Free Snack für mich gewesen, doch. Das wäre gar nichts für dich gewesen. Was ist das? Ja, die Chaos-Bestie, let's go. So, ja, nehme ich doch drauf. Karma. Die Chaos-Bestie kann nicht mal was. Aber ich kann nicht wegrennen. Das ist doof. Ich wäre auf dem Boden. Ja. Ich glaube, mit 3 Chaos kann man doch nicht im ersten Gebiet farmen. Doch, im ersten. Sonst kommt die Chaos-Bestie. Nein. Ja, aber die Chaos-Bestie ist doch nur hier Stufe 6. Bist du dir sicher? Ja, weil er gegen 10 Schaden pro Runde. Ich weiß, wovon ich rede, ich hab's nachgegoogelt. Okay, aber du kriegst ja trotzdem 10 Schaden pro Runde. Ui. Mann, Jan. Ja, ich dachte, du kommst so gut zurecht mit 3 Chaos. Das habe ich nie gesagt. Das Monument! Doch. Ich such die ganze Zeit nach einem Monument, damit ich nicht direkt verrecke. Und da rechts steht's im Todesscreen. Oh, Jungs. Oh, spürt ihr das? Da, ein Riss, da ist so ein Riss in der so ein Riss in der Realität. Oh. Puh. Kopfschmerzen sind weg. Ein Riss in der Realität. Wir sind neu gespawnt. Wo sind wir? Warum bist du ein Fisch? Die Reinkarnation. Und warum bewegst du dich nicht? Der Fischgott ist wieder da. Ich muss erstmal laufen lernen. Das ist schwer, weißt du? Ja. Die haben sich auch irgendwie in den Klassen geändert. Meine ganze Ausrüstung ist auch weg. Ja, toll. Warum seid ihr so langsam? Weil er Schmied ist und ich Holzfäller. Ihr seid einfach langsam. Ist okay. Boy. Dir ist bewusst, dass du Hinterhalt gemacht hast, ne? Ja. Das heißt, du greifst... Na gut, egal. Das heißt, du greifst zuerst an,
Aber der Rest ist egal. Ihr seid trotzdem zu lieb. Ja, aber dann kommen die anderen. So. Warte, perfekt. Er trifft einfach gar nichts und killt ihn dennoch. Das ist der Holzfäller. Guck mal, du triffst einfach gar nichts, du killst sie trotzdem. Ich hab 3 von 4 getroffen, ja. Warum nimmst du es nicht einfach? Ja, benutzen. Warum nimmst du es direkt nack? Erstmal wieder in die Stadt gehen. Ja, nimm mal die Quest an. Hat es schon vor. Das Glasschwert. Wollt ihr das? Na. Ist es das geile Schwert, was ich hatte? Mit kritisch? 30 Schaden. Nein, zu trümmern. 30 Schaden, war's nicht. Beidhändig oder einhändig? Einhändig. Nehm ich. Aber wenn er will. Ich meine, wir können alles andere besser benutzen, Geld oder so. Wie viel Chaos Geld wir reduzieren kriegen? Wäre, glaube ich, besser. Chaos wäre besser, glaube ja, ich. Ja, nehmen wir wahrscheinlich Chaos. Wobei, wie gesagt, wir könnten das mit nur 3x Farmer probieren. Ich will es nicht probieren. Bin ich ehrlich. Dann probier es halt nicht, dann nur das Chaos. Aber mach, was ist. Ja. Oh Gott. Okay, wir werden nur ein Chaos haben. Fertig mit der Runde. Ja, ruhig. Ich muss töten. Weil. Ja, dann töte doch. Erst mal die Quests angucken. Warum seid ihr auch dabei? Weil wir 2 Felder daneben stehen. Mann. Ja. 78 Intelligenz reichen. Dann will ich was Intelligentes sagen, nachdem wir die letzte Runde kaputt gemacht haben. Das ist beidhändig und geht kaputt. Aber viel Spaß beim Tragen. Wird direkt verkauft. Ja, imagine, man hätte jemand in der Runde das benutzen könnte. Ja. Eine Waffe, die schlechter ist als deine. Wie ist die schlechter als meine? Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, mit meiner zu treffen? Nicht so schwer. Mit 78 Stärke? Geht. Das ist bei dem einen Angriff eine fucking 50%ige Chance. Ja, das war halt. Okay. Okay. Aber ich würde mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder in For the King sehen, in dieser neuen komischen Zeitlinie, die wir hier haben. Und Staffel 2. Ich habe keinen Bock, eine neue Staffel zu machen. Tschüss.